ich bin immer noch so aufgeregt. Es ist für mich noch immer so ein... Der Kampf dauerte sicherlich so eineinhalb, zwei Minuten. Ich habe sie so richtig an den Haaren gezogen. Nicht aus Angst, sondern eher aus Wut. Ich hatte keine Angst. Keine Sekunde. Die müssen so Kopfschmerzen haben heute. Wir sind im Juli 2022 und Franz Kofler ist mittlerweile in Österreich wieder angekommen. Hallo Franz. Hallo Sven. Ja, du hast mich angerufen, hast gesagt, es ist was ganz Fürchterliches passiert. Du wurdest nachts überfallen, Einbruch in dein Wohnmobil. Wir hatten drüber gesprochen. Du hast gesagt, ich habe gar kein Problem, ich habe nie Angst, ich kann überall stehen, mir ist noch nie irgendwas passiert. Und dann ist es passiert. Erzähl mal. Ja, es war letzte Woche von Montag auf Dienstag. Ich bin im Auto geschlafen, ich hatte eine kleine Abschiedsfeier in Luxemburg wieder. Und ich bin so frei gestanden, wirklich auf einem Platz, wo ein Durchzugsverkehr ist, wo kein Problem eigentlich ist, wo viele Autos stehen, und bin dort geschlafen. Und um 3:30 morgens wurde ich munter, weil ich vorne im Führerhaus Gespräche hörte. Gespräche im Führerhaus? Dann, ja, genau. Hinterm Vorhang. Also ich habe so einen Vorhang bei mir im Auto, der das Fahrerhaus abtrennt mit dem Wohnbereich. Und du glaubst, du bist im falschen Film, gell? Du hörst was reden. Träum ich oder ist das jetzt Realität? Dann bin ich so langsam vorgekrallt und habe so vorgeschaut, da sehe ich vorne zwei Männer sitzen. Einer links, einer rechts, beide auf einem Fahrersitz, einer am Beifahrersitz. Sprache, was haben die gesprochen für eine Sprache? Dann bekommst du mal Gänsehaut, kurz. Die Sprache, was haben die für eine Sprache gesprochen? Weißt du es? Ja, es war erst Arabisch, so nicht zu verstehen, es war, ich glaube, so ein bisschen Arabisch. Mhm. Es war so dunkle Typen, also es war nicht schwarze, sondern so dunkel schwarze Haare. Und sie haben so einen arabischen, kann ich nicht sagen, wo sie genau herkommen, aber dieser Akzent war mir so bekannt. Es war auf jeden Fall keine Franzosen, es war kein Luxemburger. Kein Luxemburger, kein Deutscher. Und wie alt waren die ungefähr? Was denkst du? Ich schätze mit 20, zwischen 20 und 25. Und dann? Ja, und dann hat bei mir der Wettkampfmodus eingeschaltet. Das ging alles automatisch. Ich habe nochmal nachgedacht. Ich habe dann mit meinen Händen nach vorgegriffen. Einer hatte so einen Samurai-Zopf, kennst du, der jetzt gerade oben steht. Der war ideal zum Anfassen. Und der eine richtig dichtes Haar. Ich habe dann beide Köpfe so genommen und zweimal Bing, Bing gemacht. Nicht so stark, dass sie nicht einschlafen. Und dann habe ich sie noch wirklich eine halbe Minute an den Haaren so gezogen und die haben gejammert und und gewinselt. Und dann habe ich sie ausgelassen und habe so raus aus dem Auto. Gell? Und die Fahrertür stand noch ein bisschen offen. Der auf der Fahrerseite war sofort draußen. Der andere wurde versucht auf der Beifahrertüre, hat aber nicht dieses Schloss gefunden. Dann habe ich ihn so genommen und auf die andere Seite gezogen, hat er mich hier, jetzt sieht man ein bisschen gebissen am Oberarm. Und das hatte einen Reflex zur Folge meinerseits, dass er wahrscheinlich eine blutige Nase hatte. Und ist dann habe ich ihn auch rausgeschmissen. Und dann waren beide draußen und ja, und ich war eigentlich schockiert. Und ich war komplett in so einem Kampfmodus in diesem Moment. Ich war so wütend, unglaublich. Also ich kenne mich ja selbst nicht, weil ich bin ja ein sehr friedvoller Mensch bin. Aber wenn ich in diese Phase komme, dann möchte ich mich selbst nicht begegnen. Okay. So, dann ist es passiert. Was hast du gemacht? Bist du anschließend zur Polizei? Hat irgendwas gefehlt aus dem Fahrerhaus? War irgendwas weg? Oder? Nein, sie dürften gerade eingestiegen sein. Sie hatten noch keine Chance, irgendwas zu machen. Und bin nicht zur Polizei gegangen, weil um 3:30 bist du jemanden findet wahrscheinlich und es dauert wieder Zeit. Ich muss um 8 Uhr, um 7 Uhr schon wieder beim Training sein, morgens. Ist nicht ausgegangen und dann bin ich dann von diesem Ort, wo ich war, in Röserbahn, bin ich dann nach Mersch gefahren, wo ich dann um 8 Uhr vormittags das Training begann. Um 7 Uhr musste ich schon dort sein. Und ich war dann echt irgendwo so komisch, in einer ganz komischen Stimmung war ich da, ja. Mhm. Aber ich glaube, dass ich glaube immer, es passiert nichts. Ich gehe mal von mir aus. Gell? Mhm. Und dann kommt dir sowas auf dich zu, dann bist du komplett, ich war überhaupt nicht überfordert, sondern ich war komplett überrascht, dass sowas passieren kann.
Ich dachte, in Luxemburg passiert sowas überhaupt nicht. Das war wo? War das jetzt mitten im Ort oder war das in einem Wohngebiet, wo du standst? Es ist eine lange Straße, da fahren am Tag Autos ohne Ende. Auf der linken Seite sind alles Wohnhäuser und auf der rechten Seite ist eine Riesenwiese. Mhm. Also da fahren auch immer nachts auch immer Autos. Also keine versteckter Platz oder irgendwas. Da längst geparkt. Ich wollte erst weiterfahren auf dem Campingplatz, aber dann habe ich dann doch was getrunken gehabt. Also fahre ich lieber nicht, bleibe stehen. Ich habe vielleicht auch Sekt getrunken, aber es ist nicht viel, aber trotzdem, ich möchte nicht fahren, wenn ich was trinke, fahre ich nie und bin dann stehen geblieben. Und dann war ich total überrascht. Kann passieren. Übrigens habe ich dann, ja. ihr habt diese emotionale Aufnahme, dann eine Stunde später mir das ganze Geschichte noch einmal aufgezeichnet auf Video. Kannst du auf meinen Kanal auf Franz Television schauen. Da habe ich so richtig da war ich noch voll in diesem Saft drinnen, den kannst du nicht mehr nachspielen, dann hast du da in diesem Moment noch, das hat noch sicher noch 3-4 Stunden nachgedauert, dieses Beben in meinem Körper, so, das ich hatte, wirklich so, boah, das war schlimm, ja. Mhm. Adrenalin, das ist ja wahrscheinlich das Thema, aber es ist auch, weil wenn du sagst Kampfmodus, es geht ja hierbei nicht um einen Kampf, wo ihr euch vorher abgesprochen habt, sondern ist das eine Geschichte, die praktisch reflexartig, lernt man das auch beim Judo, weil die Köpfe zusammenschlagen lernt man ja nicht beim Judo? Oder hast du vorher was anderes gemacht? Überhaupt nicht. Also ich war ja mal auch Ausbilder bei der Polizei für Sondereinheiten. Ja, ich kann ja ein bisschen mehr wie Judo. Okay. Also für Selbstverteidigung, Nahkampfausbildung hatte ich auch. Und sind Reflexe, die einfach funktioniert. Ich war danach fast stolz, dass diese ganzen Reflexe noch funktionieren bei mir. Ich habe gar nicht gewusst, ob die noch funktionieren. Ich habe nie mehr gebraucht seit dieser Zeit. Mhm. Und ich hatte keine Angst. Ich habe Selbstvertrauen. Das ist, glaube ich, eine der wichtigsten Sachen. Du hast Selbstvertrauen, du traust dich zuzugreifen. Und du weißt genau, was du tust. Gewusst, was ich mache. Jeder Griff ist gesessen und wenn sie draußen gewesen wären, dann wäre das Gleiche passiert. Mhm. Jeder von den zwei Burschen hätte aufgemischt, heute habe kein Problem gehabt. Es ist schade, dass Menschen das immer noch machen. Es ist nicht notwendig. Es ist einfach nicht notwendig in Luxemburg. 5 Minuten, viele denken sich, lieber 5 Minuten Angst und dafür jetzt einen Monat nicht arbeiten. Es zahlt sich nicht aus, speziell wenn jemand im Auto schläft. Okay, jetzt ist ja jetzt nicht jeder Kampfsportler, nicht jeder hat eine Nahkampfausbildung, nicht jeder hat einen 6. Dan im Judo und so weiter. Was würdest du den anderen raten? Erstens, parkt nicht auf der Straße, weil es gibt ja viele, die sagen, hey, park nicht auf Rastplätzen, das kann ich ja verstehen. Aber jetzt standst du ja mitten in einem Ort, mittendrin würdest du jetzt mal über die Verriegelung nachdenken von den Türen, dass man vielleicht nicht so leicht einbrechen kann. Wie ist denn das passiert? Wie denkst du, wie sind die reingekommen in dein Auto? Weil es gibt ja so kleine Schlösser, die kann man anbringen. Ja, ich glaube, es sind zwei Dinge. Entweder habe ich vergessen zuzuspüren, was auch möglich ist. In meinem Vertrauen denke ich oft gar nicht nach und lasse alles offen, weil mir ist noch nie was gestohlen worden, so auf die Art. Könnte sein. Zweitens ist mein Schloss aufzumachen, kannst mit jedem Schlüssel aufmachen, geht ganz einfach. Ich hätte sogar eine Alarmanlage vorne eingebaut, die habe ich noch nie eingeschaltet gehabt. Ja, die könnte ich in Zukunft einschalten. Aber was ich mir jetzt gekauft habe, so ein Spanngurt, mit dem kann ich jetzt die Türen von innen zusammenschließen, dass man sie nach außen nicht aufgehen. Okay. Das kostet 4 Euro. Damit sie sich 4 Euro investiert, ist ein kleines zum Zusammenlegen im Handschuhfach. Und wenn ich wirklich scharf in der Nacht irgendwo will, dann werde ich jetzt in Zukunft diese beiden Türen ineinander verschränken, dass nicht geht. Aber ich habe trotzdem keine Angst. Also, ich werde trotzdem nicht jetzt wohl die nächste Nacht sicher auf dem Campingplatz verbracht, weil ich wusste, die Nacht danach ist sicherlich heavy, weil du hörst jede Mücke hörst und bist schon wieder hellwach, gell? Weil immer glaubst, es wäre im Auto. Gell? Und am Campingplatz hat man schon seine Sicherheit, das ist zumindest gefühlte Sicherheit. Aber man ist nirgends sicher. Mhm. Nirgends ist man sicher. Nicht einmal in einem Ort, wo man glaubt, da passiert ganz sicher nichts.
Und wo halt diese Figuren herumlaufen halt. Und wenn sie genau am Ort sind und sie sehen dort das Auto, hurra, ich wusste rein, was sie wollen. Vielleicht wollten sie das Auto klauen, weil sie vorne Platz genommen hatten. Weil dann mag ich gleich hinten rein, nicht? Dachte ich mir. Jetzt hast du ja ein Auto, ich sag mal, das ist ja ein Oldtimer fast, ja, als Wohnmobil. Ja. Der Wert, klar, der hat natürlich seinen Wert mit allem drum und dran. Aber meinst du, das war an welchem Tag? War das samstags oder wann ist das passiert? Nein, das war am Montag auf Dienstag. Montag auf Dienstag, also kein Disco-Tag oder irgendwas, wo die mal zufällig da vorbeikamen? Nein. Nein, was? Überhaupt nicht. Also dass sie das Auto klauen, damit sie ein paar Kilometer fahren, das glaube ich überhaupt nicht. Oder wollten sie das Autoradio klauen? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich habe sie nicht verstanden und ich wollte sie auch nicht. Einer hat mich noch angespuckt, das war auch noch gut. Der ist raus aus dem Auto, ja, ist weggelaufen, ist dann wieder zurückgekommen, noch 2 Sekunden und hat noch zweimal ins Auto reingespuckt. Aber es ist nichts rausgekommen, weil er vor lauter Aufregung keine Spucke mehr hatte. Aber ja, das heißt, du glaubst, sie haben nicht damit gerechnet, oder? Nein, überhaupt nicht. Was ist denn dein Tipp? Wenn, ich sag mal, älteres Ehepaar, keine Kampfsporterfahrung, was ist denn dein Tipp? Wie gehst du denn damit um? Ich glaube, dass als Sicherheit im Auto, wenn jemand ins Auto kommt, so wie bei mir, und ich hätte nichts und ich hätte Angst, wenn ich ganz laut geschrien hätte, wären die schon davongelaufen. Hm. Die waren so überrascht, glaube ich, oder ich habe irgendein ein lautes Signal im Auto, wo ich drücken kann, einen Alarmknopf, oder zum Beispiel ein Pfefferspray für wirklich, wenn es notwendig ist, dass ich, wenn ich 2 Pfefferspray in den Augen habe, ist auch vorbei, dann laufen sie auch davon. Ja. Aber ich sage, auf der einen Seite habe ich gedacht, okay, was mache ich, wenn die Waffen haben? Die könnten ein Messer ziehen, sie könnten eine Waffe mithaben, aber da hätte ich wahrscheinlich ein bisschen fester zusammengeschlagen, die Köpfe, dann ist sie wahrscheinlich eingeschlafen. Denke ich, wenn ich eine Waffe gesehen hätte. Aber was sagst du jetzt Leuten, die gleiche Situation haben und sagen, okay, ich werde jetzt überfallen? Soll man sich da ergeben? Soll man da kooperativ sein? Soll man weglaufen? Was ist dein Tipp? Naja, Waffen, Messer. Das ist sehr schwer zu sagen. Ich glaube, wenn wirkliche Profis drinnen sind, die legen dich schlafen, weil sie vorher Gas rennen. Schicken ins Wohnmobil. Dann schläfst du ganz tief und fährst in die Räume, auch in deinem Schlaf das Fahrzeug aus. Gaswarner. Ganz wichtig, glaube ich. Das Erste, dass man nicht mehr einschläft. Das Zweite ist, wenn die Türen richtig verriegelt sind und ich bin drinnen und der merkt, dass da jemand im Auto ist, glaube ich nicht, dass er einsteigen will. Ja, also die haben sicher geglaubt, das Auto steht im Wohngebiet, hat luxemburgisches Kennzeichen, das ist leer. Ich glaube nicht, dass sie einsteigen, wenn sie gewusst hätten, dass da jemand im Auto ist. Ja? Okay. Und das, glaube ich, das Erste ist das. Und man darf sich nicht sicher sein. Und das Zweite ist, Pfefferspray ist ein gutes Mittel, auf kurzer Distanz sofort einsetzbar. Wir haben schon selbst Tests damit gemacht, das war brutalst, wenn man den Augen hat. Das ist das Erste. Das Zweite ist, verriegeln von innen so gut, dass es geht. Wenn er nicht reinkommt, ist auch keine Gefahr. Wenn er schnell drinnen ist, ist er schnell drinnen. Und wenn er eine Waffe auf dich zielt, dann kannst du den nur mehr ergeben. Weg mit den, okay, dann hast du halt dein Geld verloren und weiß ich was, aber dein Leben ist immer an erster Stelle. Ja. Ich glaube immer, dass es dann, und gut, ältere Ehepaare, die vielleicht nicht so wie ich diese Erfahrung haben mit Kampf, würde ich sagen, okay, ich will schon das Geld so aufteilen im Auto, dass ich, oder eine Brieftasche errichten, wo irgendwie ein paar Scheine drin sind, nicht alles und so weiter, was da so. Ein bisschen Dummy. Sowas, etwas so, ich gebe dir was, aber dann hau ab und dabei ist noch mehr im Auto, weil die Flüchtlinge sind ja auch, die haben ja auch Stress, darf nicht vergessen, die haben ja irrsinnig Stress, wenn sie einbrechen. Der Einbrecher hat ja Stress voll. Und wenn er jetzt den Stress habe, den ich jetzt ihnen noch verstärkt, indem sie auf einmal 2 so Riesenhände an ihrem Kopf hatten, die hatten noch mehr Stress, nicht? Die wussten ja nicht, was los ist auf einmal. Und wenn sie Stress haben und sie haben die Möglichkeit zu flüchten und du schreist, du brüllst, die flüchten wahrscheinlich auch, denke ich mir.
bevor sie einsteigen, bestens, sie kommen nicht rein. Also verriegeln das Auto, nicht reinlassen, so gut als möglich. Und wenn es drinnen sein, zwei Möglichkeiten, entweder du wehrst dich mit Pfefferspray, mit Lärm oder Licht, auch wichtig. Also alles, was Licht, Lärm und laut ist, verscheucht jeden, diese dunklen Geschöpfe. Und wenn man wirklich angreift, dann sollte man schon eine gewisse Erfahrung haben und schon ein bisschen Stärke haben. Das ist so, ich, dass ich mich das traue und Selbstvertrauen, ich weiß, was ich kann und ich stehe dazu und dann passiert, da geht's schon. So, vielleicht noch ein bisschen Werbung für deine Tour. Du warst ja jetzt in Luxemburg, du hast jetzt eine neue Tour vor, ich werde die auch verlinken bei dir. Aber dass dir das passiert, gerade just nachdem ich dich gefragt habe im Video, du bist ja noch nie überfallen worden, nein, ist alles safe. Und dann erzählst du mir diese Story. Ich werde die auch dahinter schneiden. Wenn das okay ist, dann hole ich mir die von deinem Kanal runter und mach die einfach mal dahinter. Dass wir das machen können. Yeah. Und der Kanal heißt wie? Dass die Leute mal draufgehen können. Das heißt, du bist ja der berühmte Kanal German Television. Ja. Und ich bin der Franz Television. Der Franz Television. Das ist ja goldig. Ja, genau. Aber ich so berühmt bin ich jetzt auch nicht. Aber wir werden dich mal berühmt machen. Du hast jetzt gerade gesehen, 11.000, das ist unser letztes Gespräch, 11.000 neue Abonnenten. Echt? Das ist super, oder? Das ist wahrscheinlich wegen dir. Ja. Das ist so, ja. Der. Ja, nur wegen mir. Das Video war recht stark, war gut. Was mir war 100.000 Klicks jetzt schon. Ja. Gut, hat es dir was gebracht eigentlich für die Tour? Haben das Leute gesehen eigentlich, das Video? Ja. Ich hab schon eine Resonanz bekommen. Wir haben ja fast 100 Kommentare, auch die das mitbekommen haben. Und 1.600 Daumen oben. Sehr schön. Also bin ich, glaube ich, am richtigen Weg. Also gebt dem Franz einen Daumen oben, geht mal auf seinen Kanal, da ist das Video nochmal drauf und da findet ihr alles über ihn, denn er wird gleich mit dem Fahrrad gleich im August geht's, glaube ich, los oder bist du schon unterwegs? Jetzt genau, Fahrrad. Ja, Ende August geht's los. Und dann bist du mit dem Fahrrad 15.000 Kilometer, gell? Genau, 15.000 Kilometer kreuz und quer durch Europa, also 30 Staaten unterwegs. Sehr schön. Und hoffentlich überfällt mich keiner. Zeig mir mal gerade mal das Panorama, bitte. Das konnte man eben nicht sehen wegen nur Licht. Ja, aber dass einmal mal die Leute ein bisschen narrisch machen. An welchem Ort bist du gerade? In Klagenfurt. Mal ein bisschen höher, dass man die Berge mal sieht. Ein kleines bisschen höher. Ach, wie herrlich. Und da unten, ist das ein See oder ein Fluss? Was ist das? Nein, das ist unser Fluss, die Drau. Okay. Das ist ein Fluss, die Drau. Und oben ist der Hochovir, der hat 2.100 Meter. Das ist mein Hausberg, mein Fujiyama. Sehr schön. In Jahren Bäume hoch. Ja. Alles klar. Also, wenn ihr Franz gesehen habt, er unterrichtet unter anderem jugendliche Kinder im Bereich Judo, hat den 6. Dan, ist ein unglaublich netter Mensch, war mal bei der Polizei und ist da ausgestiegen und ist seitdem im Wohnmobil, wohnt im Wohnmobil. So kann ich dich mal, guckt euch auf jeden Fall das Video an, ich werde es verlinken. Vielen Dank, Franz. Dann viel Erfolg und bring die Kette an, noch viel wichtiger. Schließ dein Wohnmobil ab, ja, wenn du schlafen gehst, ja, in Zukunft. Das mache ich in Zukunft. Ich habe auch gelernt. Man lernt ja nie aus. Tschüss, danke, Franz. Sven. Danke, ciao, ciao. Schöne Zeit. Tschüss. An alle. Boah, ich bin immer noch so aufgeregt. Das ist für mich noch immer so ein. Der Kampf dauert sicherlich so ein 1,5-2 Minuten. Ich habe das so richtig an den Haaren gezogen. Nicht aus Angst, sondern eher aus Wut. Ich hatte keine Angst. Keine Sekunde. Die müssen so Kopfschmerzen haben heute. Freunde, jetzt Franz von der World Judo Family. Es ist 4:30 Uhr morgens, ist jetzt im Wohnmobil. Vor einer Stunde hatte ich die Begegnung der unheimlichen Art. Ich wurde in meinem Wohnmobil überfallen. Überfallen ist übertrieben. Einbrecher hatte ich im Wohnmobil. Ich bin hier im Auto geschlafen und plötzlich höre ich vorne im Fahrerhaus sprechen.
da wird einen ganz anders. Aber ich habe gar nicht viel nachgedacht und bin rauf, habe den, ich zeige es euch, den Vorhang weggetan und vorne sind am Fahrersitz und auf dem Beifahrersitz zwei junge Männer gesessen. Und hier saßen sie, einer links und einer auf der rechten Seite. Ich habe sie sofort von hinten bei den Haaren genommen. Und dann kam die Hand einmal hier und einmal hier. Sie hatten so schöne feste Haare, einer hatte so einen hochgesteckten Zopf. Diesen Zopf habe ich ihre Köpfe mal zusammengeschlagen, so ein Bing gegangen. Das dürfte heute wirklich ein kleines Nachspiel in diesen vielleicht jungen und dummen Köpfen haben. Und ich war so wütend. Ich war so wütend, ich hätte dich zerfleischt. Dieses Handgemenge, das ist natürlich ein kleines Handgemenge. Ich war ja von hinten auf Szenen oben und sie vorne und sie haben sie versucht loszureißen. Einer hat mich hier gebissen, einer hat mich angespuckt. Das waren die einzigen Möglichkeiten, die sie hatten. Der Kampf dauerte sicherlich so eineinhalb, zwei Minuten. Ich habe sie so richtig an den Haaren gezogen. Die müssen so Kopfschmerzen haben heute. Dann habe ich sie ausgelassen und ich konnte nichts anderes machen. Ich hatte keine Möglichkeit, in die Polizei zu rufen oder irgendwas, weil ich habe beide Hände voll gehabt. Wären sie weiter im Auto gewesen wäre, hätte er wahrscheinlich telefonieren. Und ich hätte sie gehalten, bis die Polizei kommt, aber es war ja keine Möglichkeit. Boah, ich bin immer noch so aufgeregt, es ist für mich noch immer so ein, nicht aus Angst, sondern eher aus Wut. Ich hatte keine Angst, keine Sekunde. Im Nachhinein denke ich mir, okay, hätten die Messer, eine Pistole oder irgendwas gehabt, hätte es auch ganz schlecht ausgehen können für mich. Aber es war nicht so. Als sie ausließ, sind sie links und rechts rausgesprungen vom Auto. Einer kehrte zurück und spuckte noch einmal auf mich. Das war witzig. Der hat doch den Mut gehabt, nochmal zurückzukehren. So kurz danach, so nach zwei, drei Sekunden Flucht zurück und spuckte nochmal ins Auto. Diese Spucke ist ja zerflogen, weil es war ja der Abstand so groß war. Ja, was soll ich jetzt sagen? Erstens, ja, ich bin mitgestanden. Nicht irgendwo in der Pampa, sondern irgendwo mitten bei meiner Wohnadresse auf dem Park, auf der Straße, längs geparkt auf dem Parkplatz. Da stehen 30 Autos. Straßenlaternen, helle Straßenlaternen. Gut, um 4 Uhr morgens sind keine Menschen unterwegs. Wohngegend. Ich habe mir irgendwo geht man so richtig noch, dass so durch meinen Körper ist. Es piept mein Körper noch immer durch diese Aktion. Ich bin dann raus, habe ums Auto rumgeschaut, ob irgendwas anderes kaputt ist. Es ist nichts kaputt. Entweder habe ich die Türe offen gelassen, kann sein, ich weiß es nicht. Oder es ist nicht so schwer, diese Tür aufzumachen da vorne mit jedem Schlüssel. Ich habe vorne auch eine Alarmanlage. Natürlich nicht eingeschalten gehabt. In Zukunft wird die jedes Mal aktiviert. Der Vorderraum ist dann zumindest gesichert. Ich war gestern noch in Röser beim Training am Abend, dann wir sind zusammengesessen. Ich wollte auch nicht mehr weiter ein Auto fahren, hier nach Meersch. Okay, ich schlafe hier, habe zwei Glas Sekt getrunken. Ich wollte auch nicht mehr Auto fahren und habe mein Auto einfach stehen gelassen und bin geschlafen hinten. Wow, das war ein hartes Erlebnis für mich. Und ich bin jetzt seit 3 Jahren unterwegs. Ich hatte schon 2 Erlebnisse. Einmal, das war um 22 Uhr, saß ich im Auto und arbeitete vor unserem Büro in Straßen, vor uns vom Haus des Sports. Wirklich, da ist wirklich viel los dort. Ich sitze am Computer und arbeite noch, weil ich bin dann vom Büro heraus. Und plötzlich höre ich klack, klack. Ich schaue, aha, da vorne sehe ich einen Schwarzafrikaner. Wahrscheinlich war das bei meiner Fahrertür, die war geschlossen. Okay, geht er weiter ums Auto rum, geht er zur Beifahrertür, probiert er wieder. Auch verschlossen. Dann habe ich aber schon gewartet bei der Eingangstür vom Wohnmobil, von der Seite.
und habe mich bereitgestellt. Wenn ich die Tür war offen, wenn er reinkommt, dann gibt es Tabula Rasa. Und als ich merkte, er macht die Wohnmobiltüre auf, habe ich der Wohnmobiltüre von innen so einen Tritt gegeben, dass er einen Schritt oder zwei Schritte nach hinten gehen musste. Hinten war so eine Hecke, die war so kniehoch, da ist er rübergefallen nach hinten, ist er abgerollt und dann ist er wie ein Blitz davongelaufen mit einer roten Adidas-Hose, kann mich genau erinnern. Da habe ich fast gelacht, da war ich war gefasst auf diesen Angriff. Und letztes Jahr wollte man mir ins Auto einbrechen, da haben sie mir die ganzen Schlösser kaputt gemacht bei der Aufbautüre, nicht bei dem Fahrerhaus, sondern bei der Aufbautüre und sind nicht hereingekommen, aber sie haben sehr hohen Schaden angerichtet, die Türe fast kaputt, die muss ich dann irgendwie so notdürftig richten. Aber das, was heute war, war die Krönung. Das waren meine drei Begegnungen innerhalb von 5 Jahren Leben im Wohnmobil. Ah ja, 5 Jahren, 3 Jahren, 2 Jahren eigentlich im Umfeld lebe, 2,5 Jahre, 2 Jahre, gute 2 Jahre. Ich sage euch, das geht ans Gemüt. Heute fahre ich auf dem Campingplatz, ganz sicher. Die letzten Tage werde ich am Campingplatz schlafen. Übrigens, gestohlen wurde nichts. Ich hatte im Fahrerhaus natürlich nichts liegen. Es war auch nur ganz kurz. Die dürfen gerade eingestiegen sein. Eingestiegen. Und ich schlafe hinten, auf einmal höre ich vorne sprechen. Ich habe keine Sekunde nachgedacht, was ich mache. Nichts, ich habe Angst oder irgendwas. Ich bin vor wie ein Löwe. Ich habe diesen Vorhang, der das Fahrerhaus mit dem Wohnbereich hinten trennt, weggerissen, ist auch noch jetzt kaputt, wie man sieht, und habe dieses richtig Pack genommen. Aber ich glaube, diese zwei Jungs, die dürfen so 20 Jahre alt gewesen sein, die werden heute so richtig, richtig Kopfschmerzen haben. Und das vergönne ich ihnen. Man lasst das Eigentum anderer Menschen in Ruhe und lässt die Menschen, man braucht nichts klauen. Gerade Luxemburg, ein so sozialer Staat, wo jeder lebt. Wir brauchen keine Einbrecher und keine Kriminellen. Das ist nicht notwendig. Jungs und Mädels, wenn ihr es hört, es gibt immer Wege, dass man durchkommt. Man braucht nie ins Heim zu brechen. Versucht immer den ehrlichen Weg und nicht irgendwo solchen Blödsinn. Es kann ja sein, dass hinten im Auto einer schläft, mit dem sechsten Dan, ein Judoka, der keine Angst hat vor euch. Dann raucht die Haut. In diesem Sinne, es ist 16:30. Ich kann heute nicht mehr schlafen. Um 8 Uhr beginnt mein Training in ein paar Stunden. Wibbel und Dribbel. Da bin ich wieder 4 Stunden voll im Einsatz. Ich hoffe, ich kann abschalten. Ich bin momentan noch so aggressiv, noch so voller Adrenalin, dass ich kaum weiß, wie ich das den heutigen Tag überstehen werde. Aber gut, damit muss man vielleicht auch rechnen, wenn man so wie ich glaubt, dass mein Wohnmobil sicher ist. Ist man nicht. Man ist es nicht. Anscheinend. Gut, in diesem Sinne ein heutiges Video. Danke und ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit. Bleibt gesund und ich hoffe, dass euch das nicht passiert. Danke. Ciao.